Guten Morgen. Und ja, geh mal ans Feuer und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon Forbidden West. Ich bin, ja, Eloy hängt wieder. Die hat ab und zu mal ein Hängerchen. Hab ich ja auch. Und ja, also Horizon Forbidden West. Hier ist der alte Mann von den Schlaftabletten. Soweit sieht erstmal alles gut aus. Ich habe hier noch, ja, hier unten waren noch Plünderer und, nee, Graser waren hier, Graser. Und die hatte ich noch erledigt auf dem Weg nach Beenden der letzten Folge. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Flusslied. Da haben wir eine Nebenquest. Wir haben auch 22. Da hat wohl jemand Ärger. Da können wir... Beschützt Flusslied! Ja, wer sind denn hier die Bösen? Alles okay? Da kommen sie! Wehrt euch! Lasst sie nicht los! Hey, wo bist du jetzt wieder? Auf die Pflanzen achten! Wehrt euch! Lasst ihn nicht durch! Sarah! Wehrt euch! Lasst ihn nicht durch! Aber was mache ich denn? So. Nun mach! Beschützt Flusslied! Tu jemand etwas! Hey! Lasst sie nicht unser Zuhause schänden! So, da ist aber Feuer. Feuer mag ich nicht. Ich hab doch gedrückt. Oh, der ging aber eigentlich daneben. Mein Kopf. Ja. Oh ja. Lass sie nicht unser Zuhause schänden. Ich werde erstmal. Und dann gucken wir hier mal weiter. Nicht umzingeln lassen! Welcher ist es denn noch? Lass sie nicht unser Zuhause schänden! Spart euch euer Lächeln für zu Hause. Die Tenakt verstehen nur Stärke. Und die haben wir wirklich nicht gezeigt. Sie werden wiederkommen. Du hast diesen Kampf für uns gewonnen. Auf ein Wort. Ich will, dass alle den Pass verteidigen! Ach, der hat hier rumgebrüllt. Alles klar. Deine Krieger sind... Frisch wie der Frühling? Das sind Kinder, die mit Stöcken spielen. Es ist schwer, sie am Leben zu halten. Und es wird nicht leichter werden. Bisher haben die Rebellen nur Späher geschickt. Aber sie werden schon bald einen richtigen Angriff starten. Und wenn sie Maschinen mitbringen, dann werden wir mehr als nur eifrige Herzen brauchen. Du kennst dich wohl gut aus mit Tenakt-Taktiken. Als die Tenakt die Karcha-Räuber zurückschlugen, kämpfte ich an ihrer Seite. Die Tenakt lehrten dich zu kämpfen? Mehr als das. Sie lehrten mich, mit Metall zu arbeiten. Ich bin wohl der einzige Utaru, der das kann. Hätte nie gedacht, dass ich dieses Wissen mal gegen sie verwenden würde. Aha. Die haben das aber schön... Oh, ja, wunderschön. Schön hier. Warum gehen wir jetzt hier so lang? Hier können wir frei reden.
Jetzt mal speichern. Da ist eine Truhe. Ja, das wird alles noch freigeschaltet, schätze ich. Und? Wie ist der Plan? Der Plan ist, dass ich neue Waffen für meine Leute bauen sollte. Mein bester Kletterer, Voss, sollte Material vom Trommelwurz holen. Dort oben sind Breitschlunde, die ihre Metallschoten sehen. Aber seit der Störung sind sie so gefährlich wie die Kletterpartie da hoch. Voss ist noch nicht zurück. Wir müssen uns verschanzen. Und uns läuft die Zeit davon. Wenn die Retterin von Meridian uns noch eine Weile helfen würde. Du könntest uns besorgen, was wir brauchen. Du weißt, wer ich bin. Rotes Haar, Bogen, kämpft besser als 10 Krieger zusammen. Man kennt dich. Dann geht doch einfach. Die sind eindeutig mehr und besser bewaffnet. Kennst du diese Blumen, die so klein und weiß sind? Wenn sie fallen, sehen sie aus wie Schnee im Frühling. Meine Tochter nannte sie Winterlied. Sie trug ihre Samen bis zum Tag ihres letzten Atemzugs. Jetzt wachsen sie im Wäldchen, im Herzen von Flusslied. Ich habe sie selbst gepflanzt. Ebenso die Samen der Brüder und Schwestern, die in den roten Raubzügen gefallen sind. Wir. Ich. Lasse sie nicht zurück. Mein Beileid zu deiner Tochter. Die Raubzüge nahmen sie. Ich fand Frieden mit jedem Kaja, der von meinem Speer fiel. Alles, was ich jetzt noch von ihr habe, wächst hier im Wäldchen. Mich vertreibt kein Tenakt. Tragen alle Utaru Samen bei sich? Wir bekommen sie kurz nach unserer Geburt. Nach unserem Tod werden sie begraben. Denn unser Tod bringt neues Leben hervor. So bleiben wir in Einklang mit dem Rhythmus der Welt. Das ist aber cool. Gefällt mir. Warum ist der Pfad hoch zum Trommelwurz so gefährlich? Diese Höhle versunkener Gänge und Abgründe können nur die Besten durchqueren. Er dient meinem Volk als sichere Zuflucht. Aber seit der Störung streifen Maschinen in den tiefsten Gängen umher. Aber dennoch leben Flusslied und der Hain von seinem Wasser. Wir sind mit ihm so sehr verbunden wie mit den Samen, die hinter dir wachsen. Falsche. So? Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Q. Ich bin der Metallweber von Flusslied. Nee. Aber du musst eigentlich nur wissen, dass ich mein Volk am Leben halten will. Dank dir könnten wir eine Chance haben. Du bist aus dem Q-Kontinuum. Gib zu. Frag mal Captain Kirk. Metallschoten. Erzähl mir mehr von den Metallschoten. Captain Picard meine ich. Sie sind schwer einzusammeln. Die Breitschlunde sehen sie. Man muss schnell sein und sie sammeln, bevor Erde und Wasser sie aufnehmen. Aber ihr Metall gehört zu den robustesten überhaupt. Ohne die Schoten ist unsere Chance zu überleben sehr gering. Mhm. Wenn ihr partout nicht weg wollt von hier, dann werden wir wohl Waffen bauen. Ich danke dir. Dann mal ran ans Werk. Folge mir. Hier lang. Folge ihm wieder. Ja. Einmal ums Feuer. Wo sind die jetzt hin? Mit diesen Schoten und viel Glück könnten wir am Ende vielleicht überleben. Hoffen wir, dass diese Sprosse es mit einem Maschinentrupp aufnehmen können. Ich kann nicht überall sein und meine Gelenke sind auch nicht mehr die jüngsten. Oh ja. Sie haben sich wohl genau wie du entschieden, hier zu bleiben. Das wird auf jeden Fall der Kampf ihres Lebens. Es ist schön hier. Und Leuchtpflanzen. Fast geschafft. So können wir diejenigen verstecken, die nicht kämpfen können. Wenn wir fallen, werden die Tenakt sie früher oder später finden. Wir sind da. Ja, dann geh doch weiter und guck nicht die Wand an. Ach so. Hier ist es. Hast du vielleicht noch Fragen? Nö. Ich bin bereit. Viel Glück. Komm zur Schmiede, wenn du fertig bist. Okay. Gehe zur Spitze zum Trommelfurz. Ich will mich von den Feldern fernhalten. Es sei denn, du bist...
Gesundheit! So. Ich sollte mir dann mal meinen Weg nach oben suchen. Hier, Eloy, hier. Ops, ops, ops. Immerhin können wir runtersegeln, wenn ich dran denke. Das dürfte aber das größte Problem sein, dass ich daran denke. Ah, hier. Und hops. Oh, es ist aber neblig hier in der Höhle. Strickleiter. Hier sind irgendwelche. Ich muss irgendwie da hoch. Na, die können wir uns ja. Nein. Ah, ich hab's falsch gemacht. So. Hier können wir überall nicht klettern. Hier hält sie sich nicht fest. Da ist was. Nee. Warum kann man die nicht, ne? Und so. Gehen wir mal zu dem da hinten hin. Vielleicht mit Fliegen oder so. Dass wir auf den Pfeiler darauf können. Ich weiß es nicht. Nein. Nein. Geht hier irgendwie weiter. Da können wir klettern. Wie kommt man denn da hin? Das ist ja ein Ding. Hier ist eine Blume. Hier komme ich sowieso nicht weiter. Hier komme ich wirklich nicht durch. Es gibt wohl keinen einfachen Kletterweg nach oben in die Höhle. Aber wenn es hier Tunnel gibt, könnten unter Wasser auch welche sein. Aha. Vielleicht führen die zu einem Weg in diese Höhlen da hoch. Jetzt hole ich mir erstmal das. Ich habe keinen Platz. Was kommt in meinen Vorrat? Nimm denn das? Nicht hoch, also doch, ich kann mich glitschen. Aber das hat mir jetzt viel gebracht. Aber so richtig. Ja, bei Valhalla wäre das alles kein Thema. Q meinte hier das. Ja, jetzt sehen wir ihren Po. Das ist natürlich schön. Aha. Nochmal Luft holen. Ich muss mal gucken, ob man irgendwo skillen kann. Ich habe aber sowas noch nicht gesehen, dass sie mehr länger tauchen kann. Oh. Lass die Kamera doch einfach hinter sie. Ist das so kompliziert? Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es ein bisschen seltsam. Ich kann jetzt keinen schnellen Zug machen, der verbraucht mehr Sauerstoff. Wo sind wir jetzt? Das ist dann wohl Wout. Diese Wunden stammen von Maschinen. Ich sollte die Samentasche zu Q bringen. Die bedeutet den Utaro wohl viel. Gräber. Die haben wohl auch Wout getötet. Säure bewirkt viel Schaden an dieser Maschine. Ach Mann, ey. Hast du jetzt... Oh, er hat die nicht ausgewählt. Ah!
Soll, es bringt gar nichts, ne? Ich hätte die schon lange kaputt gekriegt. Ich hätte die schon lange kaputt gekriegt, wenn ich nicht damit rumgespielt hätte. Das wollen wir hier mal festhalten. Ich weiß nicht, ich hatte eben das Gefühl, da ist noch ein zweiter. Dritter. Aber ich habe mich wohl getäuscht. Aber hier ist noch was anderes Schönes. Das nehmen wir gern. Hier kann man klettern. Kletter auf. Los, hoch da. Oh. Einmal durch den Felsen durchgreifen, das geht auch gut. So. Ups. Ja, war klar. Ich habe immer was zu meckern, ne? Immer. Aber so sind alte Menschen, die meckern ständig. Da lohnt sich jeder Sprung. Zum ein kleines Warenlager. Ein klitzekleines. Ach, guck mal, da ist dann die Blume. Wie nehmen wir denn mal? Eins von zwei. Ah, jetzt sind wir hier. Da oben muss ich aber hin. Hops. Ist ja wie bei Dying Light 2. Wir müssen bestimmt da weiter, ne? Oder? Müsste eigentlich gehen, ne? Ja, müsste eigentlich gehen. Hat ja wundervoll funktioniert. Einfach voller Vertrauen. Aber vielleicht ist da ja auch... Eloy. So, vielleicht ist da auch so ein Ding. Nö. Wenn die Kamera so dicht ist, ist das Steuern nicht so schön. Viel zu kompliziert wieder. Viel zu kompliziert. Oh Mann, ey. Frau, ey. So, jetzt bin ich hier. Und nun? Oh, ich dachte schon, sie fällt runter. Mein Gestöhne hier. Da komme ich aber trotzdem nicht da oben hin. Nein. Ist denn hier irgendwas, was sich lohnt? Warum soll ich da hingehen? Da oben ist... Ach, deswegen? Kommt man denn da hin? Wir riskieren es mal. Ach, sie hat es geschafft. Aha. Schöne Musik übrigens. So. Jetzt bin ich hier oben, und nun? Wenn ich es richtig abpasse, könnte ich springen und mit dem Zugwerfer zur anderen Seite kommen. Ach da, ich muss da hin. Hallo, andere Seite. Habe ich doch gewusst. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Ich muss mir mal markieren, was ich... Man kann ja so Sammelsachen machen, dass man den Beutel verbessern kann. So, jetzt bin ich oben. Geschafft. Wo sind jetzt diese Breitschlunde?
Willst du das wirklich wissen? Haben wir hier noch ein... Nee? Was haben wir denn da? So, zufrieden, Eloy? Bist du jetzt glücklich? Hallo, Schwein. So, dann werden wir jetzt hier erstmal alles verscannen. Da haben wir dich. Da haben wir dich. Die Maschine ist feueranfällig. Da sind sie ja. Diese Schoten, die sie auswerfen, sind wohl die, die Q braucht. Sieht aus, als könnte ich sie einfach aufheben, wenn sie zu Boden gefallen sind. Wenn ich leise genug bin, komme ich an sie ran, ohne dass die Maschinen mich sehen. Schnelle! Hab sie. Wie viel sollen wir sammeln? 6. Nein, nein, nein! Ich wurde schon gesehen. Der da? Hm. Kommt der hier hoch? Ich kann Scheiße. Den Breitschlund noch nicht überbrücken. Ich brauche Teile, um die Daten zu reparieren. Da hinten ist auch noch einer. Der ist aber zu weit weg. Selber schuld. Ganz ruhig. Hauptsache, er lässt sich nicht aufregen. Das war nicht so gut. Nein, nein, nein. Ich glaube, mein Plan misslingt. Die müssen aber hier weg. Wie viel sind denn da? Ich hab Scheiße gebaut. Nein, ah, nein, 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 nein. Geh weg. Ich brauch deinen Samen. Steh doch einfach auf! Ja, jetzt ist der olle Dunderklumpen hier weg, der hier immer rumhüpfte. Ah, nein, 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 nein! Oh, Feuer! Oh, jetzt nur noch olle Birke! Also echt! Bevor ich überhaupt schießen kann, jetzt steht sie wieder nicht auf, aber ich kann sammeln. Das Ding verträgt keine Hitze. Jetzt hier endlich Ruhe. Oh, hör doch mal auf mit der dramatischen Musik. Ah, ich habe das Schwein mit erledigt. Da hinten war doch noch einer. Sonst habe ich es jetzt versaut. Ah, dann kriegt man auch Behälter. 4 Stück habe ich jetzt. 3 habe ich bekommen. Mach die Musik gleich weg. Das ist ja nervig. Es ist doch schon lange vorbei. Du bist doch gut genug, Theatralik. Ich mag Theatralik immer so. Oh, nu. Steh doch davor.
Pflänzchen da sammeln. Komm. Wo ist denn der jetzt? Hä? Ach, da! Oh, hört doch mal auf mit der Musik. Die macht einen verrückt. Also mich. Ich meine, der sieht mich doch gar nicht. Der hat mich gar nicht auf dem Schirm. Da sind die Behälter hinten dran. Hier ist doch weiter keiner. Da oben auch nicht, ne? Nö. Guck mal, geht ihr friedlich spazieren. Der Pfeil über ihnen ist nicht gelb. Und die machen einen hier schwach mit ihrer Dramatikmusik. Du lass, du kack mal einen aus. Da kommt nix. Da kommt nix. Ich nehme mal an, das sind die Metallschoten. Die könnte ich ihn jetzt abballern. Aber vielleicht lässt er sie ja auch fallen. Die Folge ist eh schon viel zu lang. Und nicht nur ich muss unter dieser Musik leiden. Derjenige, der sich das anschaut, darf auch. Warum rutschten sie jetzt hier runter? Der lässt keine Metallschote mehr fallen. Nein. Oh. Das Ding brennt. Oh. Habe ich Feuerpfeil ausgewählt? Das wären alle Schoten. Dann verschwinde ich mal. Jetzt ist er aber tot. Ich habe sogar noch mehr gesammelt, als ich brauche. Und die Musik hört nicht auf. Ich habe Feuerpfeile verschossen. Mann, 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 Mann. Ah, ist voll. Gut. Jetzt werden wir ja gleich sehen, ob da noch irgendwer sitzt. Vielleicht ist das Wildschwein das, was hier den Stress verursacht. Oh, oh, oh. Oh, kann man machen. Oh, hört das nicht mehr auf hier? Oh, wisst ihr was? Wo sind die Einstellungen? Das war hier, ne? Nee, es wird nicht leiser, ne? Ach, was mache ich denn? Das habt ihr nur davon. So. Oh, tut das gut. So, wir schwimmen jetzt hier noch rauf. So, und in der nächsten Folge geht's weiter. Tschüss!